Die Antarktis ist ein Land der Superlative. Der kälteste, trockenste, höchste und entlegenste Kontinent der Erde. Und nicht zuletzt die Heimat vieler Pinguinarten. Haben Sie auch schon einmal davon geträumt, das Land, welches von Antarktisforschern wie Roald Amundsen als märchenhaft und mythisch beschrieben wird, zu bereisen? Tauchen Sie nun mit uns ein in eine Reise zum siebten Kontinent mit der Hanseatic Inspiration, einem Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd Cruises. Unsere Reise startet am 5. Dezember 2021 nach einem vierstündigen Flug von Buenos Aires in die südlichste Stadt der Welt, Ushuaia in Argentinien. Das Schiff legt nach der obligatorischen Seenotrettungsübung am Abend ab, durchquert den Beagle-Kanal und nimmt Kurs auf die Antarktis. Zuvor gilt es allerdings, die Drake-Passage zu passieren. Ja, und so manch einem an Bord nimmt sie die Freude an der Seefahrt. Uns erwarten 8 Meter hohe Wellen und somit einen ordentlichen Seegang. Nach anderthalb Tagen auf See erreichen wir die Antarktis, genauer gesagt die Melchior-Inseln. Diese liegen auf der westlichen Seite der antarktischen Halbinsel. Bevor wir unseren ersten Expeditionsausflug antreten, gibt es am Vormittag an Bord die obligatorische Zodiac-Einweisung sowie das Regelwerk für das Verhalten in der Antarktis. Am Nachmittag werden all unsere Gegenstände, die wir mit an Land nehmen möchten, bei der Biosecurity-Inspektion von der Crew überprüft. So dürfen maximal 100 Passagiere gleichzeitig an Land sein, es dürfen keinerlei Samen oder Gräser in die Antarktis eingeführt werden und die Gummistiefel, die die Gäste neben einem Expeditionsparker leihweise erhalten, müssen vor und nach jedem Landgang in der Waschanlage gründlich gereinigt werden. Nachdem alle Gäste bei der Inspektion ihre Ausrüstung für den Landgang vorbereitet haben, geht es mit dem Zodiac bei strahlendem Sonnenschein aufs Wasser. Wir werden von wunderschönen Eisbergen und auch den ersten Eselspinguinen in der Dalmanbucht begrüßt. Wir passieren weiter die Bremeninsel, benannt nach dem Schiff MS Bremen, und werden von einer Gruppe Weddellrobben überrascht. Ein wunderbarer Ausblick direkt am Anfang unserer Reise. Am 8. Dezember heißt es früh aufstehen, denn um 7 Uhr passieren wir den Lemaire-Kanal und erreichen Petermann Island. Die circa 2 Kilometer lange und 700 Meter breite Insel befindet sich 10 Kilometer südlich vom Ausgang des Lemaire-Kanals. Sie wurde nach dem deutschen Geographen August Heinrich Petermann benannt. Auf Petermann Island können wir Esels- und Adelie-Pinguine beobachten. Sie nisten in den Sommermonaten an Land und bringen dort ihre Jungen zur Welt. Die Eselspinguine sind übrigens die schnellsten Schwimmer unter den Pinguinen und erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 27 Kilometern pro Stunde. Seinen Namen hat er vom eselsartigen Geschrei, mit dem er vor Eierdieben warnt und das auch während der Paarungszeit zu hören ist. Mit diesen wunderbaren Eindrücken unserer ersten Anlandung machen wir uns wieder auf den Weg zurück zum Schiff. Nach dem Beobachten der Pinguinkolonie geht es am Nachmittag für uns weiter zur Paradise Bay. Die Bucht liegt an der Westseite der antarktischen Halbinsel. Kleinere und auch größere Eisbrocken sowie eine riesige Gletscherfront tauchen langsam aus dem Nebel vor uns auf. Mit dem Zodiac fahren wir an diesem Nachmittag bei eher schlechterer Sicht durch das ewige Eis. Am Ende der Fahrt erwartet uns eine kleine Überraschung. Die Crew des Schiffes empfängt uns auf dem Wasser mit einer mobilen Bar und sorgt mit Glühwein und heißem Kakao dafür, dass wir wieder aufgewärmt werden. Und auch am nächsten Tag bleibt das Wetter trist. Mit Vorfreude auf die Pinguine landen wir mit den Zodiacs die felsige Insel Curvaville an. Auch hier werden wir von den Eselspinguinen empfangen. Die Pinguine sind die Könige der Antarktis. Sie sind ideal an das Wasserleben und die Bedingungen der Antarktis angepasst.
Über Mittag wechseln wir unsere Schiffsposition und erreichen Neco Harbor. Dieser kleine Hafen liegt an der Ostküste der Enford Bay und am südlichen Ende des Erea-Kanals auf dem antarktischen Festland. Hier betreten wir Gäste des Schiffes das erste Mal den antarktischen Kontinent. Am 10. Dezember erreichen wir Deception Island. Deception Island heißt auf Deutsch übersetzt Täuschungsinsel. Sie erhielt ihren Namen, weil sich im Innern der Insel ein Kratersee befindet, der auch von Schiffen befahren werden kann. Der Kratersee, Port Foster genannt, war der ideale Ort für den Walfänger. In der Wallace Bay befinden sich noch heute Überreste einer alten Walfangstation. Für uns Gäste steht eine weitere Herausforderung auf der Tagesordnung auf der Insel. Bei 1 Grad Wassertemperatur baden zu gehen. Die am Nachmittag geplante Anlandung auf Half Moon Island fällt wetterbedingt aus, sodass wir uns auf den Weg nach Brown Bluff machen. Und auch am nächsten Morgen ist keine Besserung des Wetters in Sicht. Brown Bluff ist als Ausflug leider abgesagt. Am Nachmittag erwartet uns ein weiteres Highlight. Kapitän Ulf Wolter stellt sein Schiff auf die Probe und zeigt uns eindrucksvoll, was es heißt, mit der Hanseatic Inspiration auf Eisfahrt zu gehen. Er steuert das Schiff frontal auf die 1 Meter dicke Meereisfläche und rammt mit dem Bug hinein. Recht weit kommen wir durch die geschlossene Meereisdecke nicht. Dennoch ist es ein unvergessliches Erlebnis für die Passagiere an Bord. Am frühen Morgen des 3. Advent erreichen wir Elephant Island. Elephant Island ist eine felsige, unbewohnte Insel nordwestlich des antarktischen Festlandes, am östlichen Rand der Südshetlandinseln. Ihren Namen erhielt die Insel aufgrund ihres Reichtums an Seeelefanten. Wir verlassen nun die Antarktis und machen uns auf den Weg nach Südgeorgien. Am 14. Dezember erreichen wir nach fast 2 Seetagen die kleine Bucht von Gold Harbor. Der am Fuß der Salwesengebirgskette gelegene Ort ist ein wahres Tierparadies. Hier können wir Seeelefanten, Pelzrobben und eine Kolonie von Königspinguinen mit ca. 25.000 Brutpaaren sowie Eselspinguine beobachten. Sogar Kaffeewärmer, genannt aufgrund ihres Aussehens, heißen uns in der Bucht willkommen. Das Inselgebiet liegt im Südatlantik etwa 1400 Kilometer östlich der Ostküste Südamerikas bzw. den vorgelagerten Falklandinseln. Südgeorgien zählt politisch zum britischen Überseegebiet Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln. Während die Eselspinguine eher zu den scheuen Pinguinarten gehören, zeigen uns die Königspinguine, dass sie sehr interessiert sind an den unbekannten Gästen auf Südgeorgien. Der Königspinguin ist die zweitgrößte Art der Pinguine und wird zusammen mit dem Kaiserpinguin zu der Gattung der Großpinguine gezählt. Er lebt vorwiegend auf den subantarktischen Inseln, wie zum Beispiel auf Südgeorgien. Ein ausgewachsener Königspinguin misst gewöhnlich zwischen 85 und 95 cm und wiegt zwischen 12 und 14 Kilogramm. Die Weibchen bringen durchschnittlich 2 Kilogramm weniger auf die Waage. Die Tiere werden ab dem 3. Lebensjahr geschlechtsreif und können bis zu 20 Jahre alt werden. Wir erreichen am 15. Dezember Stromness Harbor, der Ort, an dem 1916 Shackletons heldenhafte Reise endete. Auch Pinguine, Seeschwalben, Seeelefanten sowie Pelzrobben sind hier zu Hause
Vor Letzteres ist Vorsicht geboten, denn Pelzrobben sind angriffslustig und zählen zu den gefährlichen Robben. Am Nachmittag erreichen wir die King Edward Cove in der Cumberland Bay vor Grytviken. Neben einer Walfangstation gibt es hier ein Postamt sowie eine norwegische Kirche und natürlich Elefantenrobben, Pelzrobben und Pinguine. Um 17 Uhr finden wir uns am Friedhof ein, denn Kapitän Ulf Wolter hält eine Rede auf Sir Ernest Shackleton. Ernest Shackleton ließ 1916, nachdem sein Schiff durch das Packeis zerstört worden war, den größten Teil seiner Mannschaft auf Elephant Island zurück. Er selbst brach mit 5 Gefährten nach Südgeorgien auf. Am Ende konnten alle Männer gerettet werden, weshalb diese Expedition in die Geschichte eingegangen ist und sein Grab sich in Grytviken befindet. Aufgrund der Wetterlage fährt unser Schiff eher als geplant weiter in Richtung Falklandinseln. Nach gut 2,5 Seetagen, die uns erneut zeigten, wie bewegt die See sein kann, erreichen wir bei strahlendem Sonnenschein den Ort Stanley, der Teil der Falklandinseln ist. Die Falklandinseln liegen etwa 500 Kilometer östlich von Patagonien. Die Inselgruppe besteht aus 2 durch einen etwa 20 Kilometer breiten Sund getrennten Hauptinseln, West- und Ostfalkland, sowie etwa 700 kleineren Inseln. Stanley hat 2700 Bewohner, sodass wir hier erstmals auf unserer Reise Autos, Bars und Supermärkte sehen. Doch auch hier sind Robben und Pinguine, wie zum Beispiel Adelie-Pinguine, zu Hause. Als krönenden Abschluss unserer Antarktisreise machen wir Halt auf New Island. Im äußersten Westen Falklands ist New Island die entlegenste bewohnte Insel. Bereits 1774 bot diese Insel Walfängern einen sicheren Hafen. 1979 wurde die Insel geteilt. Es befinden sich dort 2 voneinander unabhängige Siedlungen. Hauptattraktion auf New Island sind die Felsenpinguine, dicht gefolgt von den Albatros-Kolonien. Die Felsenpinguine gehören zu den Schopfpinguinen und werden im Englischen als Rockhoppers, also Felshüpfer, bezeichnet. Auffällig sind ihre gelben Kopffedern und die hüpfende Fortbewegungsweise an Land. Die Felsenpinguine können bis zu 170 Meter tief tauchen, um sich Nahrung wie zum Beispiel Krebse zu beschaffen. Auch diese Pinguinart brütet in dieser Jahreszeit an Land. Und sowohl Männchen als auch Weibchen kümmern sich gemeinsam um ihren Nachwuchs. Nach einem Seetag am 20. Dezember endet am 21. Dezember unsere Reise in Ushuaia. Wir haben in den vergangenen Wochen 3736 nautische Meilen, das entspricht 6919 Kilometer, mit der Hanseatic Inspiration zurückgelegt. Für manch einen ist diese Expedition eine Reise zum siebten Kontinent. Für mich ist es eine Reise zu einem anderen Planeten.